Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zur leckersten Sendung im deutschen Fernsehen. Heute bleiben wir mal ganz traditionell. Die mir nahestehende Küche ist ja die Hausmannsküche. Und wir bereiten heute ganz klassisch Kohlrouladen zu. Und dann haben wir aus den Kohlrouladen haben wir noch ein bisschen Kohl über. Und daraus bereiten wir gleich Krautflecker zu. Dazu gibt es nachher auch noch eine schöne Geschichte. Zunächst einmal für die Kohlrouladen. So. Ich habe schon 10 Jahre keine Kohlrouladen mehr gegessen. Ja? Ich möchte endlich von dir welche essen. Die kriegst du. Nee, ich habe dir was mitgebracht dafür. Guck mal, aus meiner Heimat. Kürbiskernöl. Perfekt. Und Kürbiskerne. Danke, was hast du hier? Ja, was ich hier mache. Super, super. Sehr geil. Das weiß ich ernsthaft nicht. Gut, normalerweise mache ich mich vor der Show immer über Johann lustig. Gut, dass ich das diesmal nicht getan habe. Ja. Sag mir, was ich machen soll. Großartig, du könntest anfangen und zwar, du machst mal den Kohl, das ist eine Arbeit, die mag ich nicht. Okay. Und zwar haben wir eine besondere Variante, wir werden das Ganze mit Dörräpfeln und ins, ich finde das lustig gerade. Bist du sprachlos? Kann ja, das sein? Ernsthaft, das allererste Mal. Den meldet er zum ersten Mal im deutschen Fernsehen sprachlos. Cool. Wo hast du denn die Messer? Hier, alles hier unten. Okay. Was wollte ich denn jetzt machen eigentlich? Kohlrouladen? Ja, genau. Das muss ich mal überlegen. Du hast gerade gesagt, du wolltest... Achso, die werden wir in so Apfelsekt sozusagen schmoren. Und die Hackmasse werden wir auf eine bestimmte Art und Weise erstmal würzen. Und zwar brauche ich ein bisschen Fenchel, ein bisschen Kümmel. Das heißt, wenn man viel Kohl isst, dann kommt da ein bisschen Luft zustande. Und wenn ich so ein bisschen Kümmel und Fenchel mit an das Ganze ranmache, dann wird diese unangenehme Nebenwirkung minimiert. Damit die ätherischen Öle auch richtig schön rauskommen können, wird das Ganze ganz leicht angeröstet. Horst Lichtung. Horst würde sagen, wenn du Kohl isst, kannst du auch mit Eigengas nach Hause fahren. Oder so. Jetzt auf jeden Fall die Fenchelsaat und Kümmel in Mörser geben und ganz fein zermörsern. Die Masse, die wir jetzt herstellen werden, besteht aus dem Kümmel, aus der Fenchelsaat. Was kommt noch? Ein Hackfleisch. Dann, ein guter Hinweis, Hackfleisch, so. Und zwar eine besondere Mischung. Ich mache eine Mischung aus Hack und Zwiebelmett. Das heißt, du hast jetzt hier 400 und 200. Dann okay. Mache ich eine Mischung draus. Mett ist nichts anderes als Hackfleisch, das bereits gewürzt ist, das schon ein bisschen mit Salz und Pfeffer normalerweise ein bisschen abgeschmeckt wird. Dann brauche ich eine kleine Zwiebel. Ja, darf ich das einmal ganz? Ja, feinste Würfel bitte. Okay. Mal schauen, ob ich das noch kann. Und wenn dir schwarz vor Augen wird, bist du eingeschlafen. Ja. Herrlich. Meister seines Fachs. Ein Meister seines Fachs. Die werden wir gleich anspitzen. Dann hier ein bisschen Dörrobst. Ich glaube, was machst du klassisch in die Kohlroulade? Also ich mache eigentlich ganz gerne Pinienkerne, weil die so ein bisschen von der Konsistenz her besonders sind. Okay. Aber auch sehr gerne viel Zwiebel. Also Zwiebel angebraten mit ein bisschen Speck und Petersilie. Wunderbar. Speck lassen wir raus. Ja. Wir machen stattdessen so ein bisschen Dörrobst. Das gibt dem Ganzen so eine ganz leicht fruchtige Note, für das ich immer wieder zu Kohlgerichten sehr gerne mag. Dazu die Dörräpfel entweder klein schneiden oder wie ich mit der Küchenmaschine. Einfach nur ein bisschen häckseln. So, die Zwiebel kommen wohin? In die Pfanne mit ein bisschen Öl bitte. Okay. Dann geben wir noch ein bisschen Petersilie hinzu. Und das Schöne ist bei dieser Zubereitung. Das ist Essig. Feines Öl. Schau mal, das ist das Problem bei der Fernsehküche, wo alles umgefüllt in Karaffen. Gell? Das ist so, ne? Mittlerweile. Aber das müssen wir ja leider machen. Ja, so. Das Schöne ist bei dieser Rezeptur, Sie müssen sich an gar nichts halten. Das Einzige, was Sie brauchen, sind weiche Kohlblätter, ein bisschen Hackmasse. Machen Sie das ruhig mit dem Mett, dadurch ist das Ganze nachher ein bisschen würziger. Und ein paar Zwiebeln. Wenn Sie das Ganze jetzt mediterran haben wollen, dann machen Sie es so wie Jonan. Ein bisschen Pinienkerne, ein paar sonnengetrocknete Tomaten rein, vielleicht ein bisschen Knoblauch, Rosmarin, Thymian. Wenn Sie es asiatisch mögen, arbeiten Sie ein bisschen mit Ingwer, arbeiten Sie ein bisschen mit Koriander in der Hackmasse, löschen das Ganze nachher vielleicht mit ein bisschen Sojasauce ab. Und. Das heißt, die Zubereitung, wie Sie es machen, obliegt komplett Ihnen. Bei mir gibt es diese herrlich fruchtige Variante. So.
Ja. So, deine Zwiebel. Kommt da sonst noch was rein? Nein. Komplett einfach hier noch damit rein, bitte. Dann brauchen wir 2 Eier zur Bindung. Ich mache einen ganz kleinen Schuss Sahne rein. Hast du Salz schon drin? Salz? Salz ist ein bisschen drin. Nicht zu viel, weil das Mett ja schon gewürzt ist. Kann ich die Eier schon reinmachen? Ja, ne? Ja, klar. Bisschen aufpassen, dass sie nicht direkt auf die heißen Zwiebeln gehen. So kann ich das täglich machen. Das ist gut. Ja, siehst du mal. Das ist sehr gut. Ja. Tim. Dann machen wir zur Bindung noch ein paar Semmelbrösel rein. Damit hast du heute nicht gerechnet. Damit habe ich ernsthaft nicht gerechnet. Nee. Wie kommt das, dass du hier bist? Wie das kommt? Ja. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Ach so. Oder hat das was mit den Krautfleckern zu tun? Nein, ich bin ja, du weißt ja, öfter hier in Hamburg und habe jetzt einfach gedacht, jetzt geh ich mal gucken, was hat ihm so kocht im Fernsehen. Und das ist lecker, ich sag dir das. Ich glaube, das ist auch die einzige Sendung, wo richtig gekocht wird. Nein, das stimmt nicht. Also, du weißt ja, es gibt Situationen, wo man besser nichts dazu sagt. Ja. Ja? So. So, Johann, wie machst du denn normalerweise deine Kohlrouladen, wenn du jetzt fertig bist? Die Masse ist gleich fertig. Ich roll das vorher ein bisschen aus mit dem Rollholz. Hast du eins da? Ich roll das immer ein bisschen aus, so, damit es schön weich ist. Jetzt vielleicht ein bisschen zu fest, so. Noch ein zweites Blatt daneben. Und dann wickle ich das ein. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja. Man muss vieles nicht machen, aber... Aber du wirst sehen, durch dieses Ausrollen ist einfach der Weißkohl für meine Begriffe etwas geschmeidiger, etwas entspannter und dadurch kann man das besser einrollen. Jetzt klappe ich das wie ein Frühlingsröllchen links und rechts um, damit da nichts ausläuft. So. Und dann rolle ich das auf. Siehst du hier. So schön zusammen. So, und jetzt habe ich hier eine relativ klare, feste Rolle. Bindest du? Nee, nichts wegen. Nicht fett? Siehst du? Meine Variante ist, 2 Blätter ineinander legen. Ja. Und das ist nicht besser, das ist einfach nur anders. Klar. Ebenfalls so ein bisschen einpacken. So. Und dann binden. Nee, und jetzt habe ich ja mein Tuch. Und der Kohl ist ja jetzt noch so ein bisschen störrisch. Ja. Jetzt nehme ich das Ganze. Ach so. Hab dann sozusagen hier so ein Bällchen. Mhm. Und hab sozusagen, meine Kohlroulade ist etwas runder, ja, etwas okay. Kompakter. Aber ich habe das Gefühl, dadurch fällt sie nicht so schnell auseinander. Ja. Aber es gehen beide Varianten. Es gehen beide Varianten. So. Nebenbei ja. Habe ich einen Topf aufgestellt. Warte, du machst mal die Rouladen fertig. Ja, soll ich das machen? Ja, du machst mal die Rouladen fertig. Genau. Ich schneide derweil ein paar Zwiebeln für den Röstansatz. Wir wollen ein bisschen Geschmack, ein bisschen Farbe in der Soße haben. Darf ich die ganz kurz? Ja, selbstverständlich, klar. So, einfach nur den Strunk raus, dann das Ganze streifig schneiden. Die werden nachher ungefähr für 40 Minuten im Ofen sein. Das heißt, die Zwiebeln müssen gar nicht so fein sein. Geben gleich dem ganzen Aroma ein bisschen Farbe. Und nachher, wenn ich die Rouladen rausnehme, wird die Soße nochmal durchpüriert, sodass sie ein wenig Bindung hat. Dann arbeiten tun wir hier wirklich nur mit dem Citre. Woher kommt die Idee mit dem Citre? Das ist nicht typisch deutsch, oder? Naja, ich mag ja so Kohl-Apfelgerichte, also Kohlfrucht, das ist schon so sehr norddeutsch als solches. Und damit das Ganze, ich mache dann einfach eine fremde Zutat rein. Also das machst du ja auch im Restaurant. Ja, aber... Na? Das ist, wenn du dem Kind einfach einen anderen Namen gibst, irgendwie das Ganze ein bisschen aufwertest, dann kannst du immer gleich 3-4 Euro mehr nehmen. Und ich könnte das Ganze auch mit Apfelsaft schieben. Okay. Ist so. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kohlroulade bei mir auf die Karte packe, dann darf ich da vielleicht 11, 12 Euro nehmen. Wenn ich jetzt aber Kohlroulade mit Zitronen und ein bisschen geschmorten Apfel, schon wären da 16 Euro draußen und ist genau das Gleiche. So funktioniert das. Aha, so machst du das. Okay. Cool. So. So, also ich habe jetzt 3 Stück. Reicht das oder soll ich eine machen? Nee, noch eine. Mach mal eine wie ich. Eine wie du? Eine wie ich. Einmal die schöne, also die runde Variante. Das ist ja einfacher. So. Die Zwiebeln ein bisschen anrösten. Dann Citre, Calvados und ein bisschen Brühe. Für die Leute, wenn die jetzt für die Kinder kochen, lassen sie den Calvados und den Citre einfach weg. Nimm ein bisschen Apfelsaft, versuchen da einen nicht ganz so süßen zu nehmen. Denn es ist ein Vorurteil, und das habe ich immer schon gesagt, dass der Alkohol wirklich komplett verkocht beim Kochen. Es bleibt immer so ein bisschen Rest drin. 2, wunderbar. 5 reichen? Eine noch. Okay, dann machen wir noch eine. Dann die Kohlroulade reinlegen.
Mit den Zwiebeln. So viel machst du heute, 6 Stück. Eine Runde bitte noch. Eine Runde noch, okay. Sonst habe ich hier keinen Platz. Das Ganze leicht pfeffern. So. Kurz anrösten. So ein bisschen Farbe bei entsteht. Und durch das Anrösten kriegt der Kohl auch ein ganz besonderes Aroma. Wunderbar, perfekt. So, 6 Rouladen, wunderbar, oder? Dann ablöschen, 200 Milliliter Cidre. Schöner Apfel, 6. Das kann ich trinken. Das schmeckt mir nicht. Ernsthaft nicht? Eiskalt, schmeckt Zwiebelkuchen, so, lecker. Schmeckt eigentlich wie Most, so schmeckt das so ein bisschen. Ja, lecker. Kennen Sie Cidre, ja, ne? Calvados schon drin, Calvados schon drin. Calvados noch nicht rein, kleinen Schuss bitte nur. Was heißt kleinen Schuss? Reicht. Lieber nachher zum Abschmecken noch, okay, ein bisschen. Alles klar. Bisschen Brühe. So, und dann wird es in den Ofen geschoben, oder? Und jetzt schiebe ich das Ganze in den Ofen. Auf der linken Seite bitte, lieber Johann. Okay. Nehme mit Topf. Ja, schon klar. So. Das sind Tücher. So, Deckel drauf, oder? Ohne. Ohne. Offen schmoren, damit ruhig der Kohl auch ein bisschen karamellisieren kann. Rein damit. Gute 40, 45 Minuten. Dazu ein schönes Kartoffelpüree. Ich wusste ja nicht, dass Johann mir heute zur Hand geht. Deshalb habe ich meine Jungs hinten gebeten, das schon mal vorzubereiten. Ansonsten halte ich zu viele Töpfe drauf. Kann ich auch nur zu Hause empfehlen. Fragen Sie jemand anderen, das zu machen. Ist sehr viel einfacher. Keine Angst, Sie sind immer noch auf dem richtigen Sender. Das ist nicht Lafer, Lichter, sondern Lafer und Melzer heute mal ausnahmsweise zusammen. Freue ich mich wirklich sehr, eine tolle Überraschung. Gut, dass es auch heute ist, weil ich werde Krautflackerl zubereiten. Krautflackerl, normalerweise Kraut, wir haben ein bisschen Weißkohl über. Dann werde ich hier ein paar Nudeldinger gleich, Nudelblätter oder Nudelrollen abkochen. Das Ganze wird schön versehen mit dem einen oder anderen Fleisch, was man auch noch im Kühlschrank über hat, mit Käse gratinieren. Und worauf man beim Käse gratinieren achten muss, das sehen Sie jetzt. Auch das Gehen will gelernt sein. Boffa, schönen guten Tag. Hi. Hi. Habt ihr Käse? Ein bisschen ist noch da. Ganz offensichtlich habt ihr. Sehr schön. Ich brauche für mein heutiges Gericht Gratinierkäse. Ja. Welche Käsesorten eignen sich? Worauf soll ich achten? Welchen willst du mir verkaufen? Also ich würde dir gerne einen schönen Bergkäse anbieten. Willst du was Würziges oder nicht so Würziges? Nee, ruhig was Würziges, damit man von dem Rest nicht mehr so viel schmeckt. Das ist ja die Idee beim Gratinieren, oder okay, nicht? Was ich hier habe, ist ein Bergkäse aus der Schweiz, aus Rohmilch. Der nennt sich Bergjuwel. Welcher Käse eignet sich zum Gratinieren und welcher so gar nicht? Ja, schön ist es immer, wenn sie ein bisschen mehr Fett haben. Und die Schweizer Bergkäse aus Rohmilch, die schmelzen auch gut. Deswegen nennt man die auch für Käsefondue und so weiter. Warum schmelzen die besser? Fettgehalt und Konsistenz. Passt da einfach. Also der große Chance, zieht auch nicht so eine Fäden. Große Chance. Ich bin ja Profikoch. Ja. Was ich wirklich nicht verstehe, was heißt dieses Fett im Trockengehalt? In Trockenmasse. Trockenmasse. Also ich habe das dreimal auswendig gelernt, ich kann mir das nicht merken. Der Gehalt in Trockenmasse ändert sich ja halt nie. Ein Käse hat ja auch einen Wasseranteil und in Trockenmasse heißt immer ohne Wasser gemessen. Das heißt, ob der Käse jung ist oder 3 Jahre gelagert ist, dieser Fettgehalt in Trockenmasse ändert sich nie. Deswegen ist man auch immer verpflichtet, den in Trockenmasse anzugeben. Machen wir mal so ein anständiges Stück. Mehr. Perfekt. Der ist jetzt aus der Schweiz. Genau. Der heißt Bergjuwel. Bergjuwel. Sehr schön. Gedacht, getan.
Das war ein bisschen wie Sendung mit der Maus, aber ich finde, da sind wirklich relevante Fragen gestellt worden und natürlich auch hervorragend beantwortet worden. Mein Käsehöker sitzt auch auf dem Sofa mit der gesamten Familie. Hallo, herzlich willkommen. Die Krautfleckerl. Johann, du erzählst mir die Geschichte zu den Krautfleckerln. Ich habe hier einfach ein paar verschiedene Nudeln, einmal so Nudelröllchen und ein paar Lasagneblätter. Die werde ich jetzt abkochen. Normalerweise Krautfleckerl ein schönes Restegericht, glaube ich. Genau, finde ich auch. Wo normalerweise so ein Nudelteig genommen wird und der dann einfach nur mit dem Rad in kleine Stückchen geschnitten, genau, abgekocht und dann nochmal geschmort. Die Nudeln koche ich mal und du erzählst mir mal bitte von deiner Variante der Krautfleckerl. Also wir haben immer Reste vom Weißkraut genommen, so wie hier jetzt auch. Die Blätter, die werden ziemlich grob geschnitten, das heißt Fleckerl, das sieht man auch hier an der Form. Und dann werden eben diese Fleckerl mit verschiedenen Dingen angebraten in der Pfanne. Brühe kommt da rein, Majoran, Paprika und so weiter. Also auf jeden Fall Wurst, Schinken, alles so Reste, was noch im Kühlschrank sind, die kann man am besten verwenden. Also gibt es ein festes Rezept oder macht das so jeder, wie er will? Also eigentlich macht man das sehr gerne mit Rauchfleisch, also verschiedenen Speck oder Kassel oder so wird dann einfach angebraten und kommt dazu. So kenne ich das. Weil ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu den Krautfleckerl. Ich kriege ja doch hin und wieder mal den einen oder anderen Leserbrief, gerade wenn ich mich so an Landesküche bediene. Was wollen die von dir? Und da habe ich Krautfleckerl zubereitet und zwar auf eine hanseatische Art und Weise. Das heißt, ich habe mir die österreichische Landesküche genommen und ein wenig hanseatisch bearbeitet. Und zwar habe ich Krautfleckerl gemacht mit Räucheraal und Rotwein. Oh. Bisschen Estragon dazu. Oh. Das hat dann die Österreicher auf den Plan gerufen. Oh. Die haben mir Briefe geschrieben, Säckeweise. Und unter anderem meine Lieblingsbeschwerde, die ich jemals über mich bekommen habe, war ein Brief von einer 80-jährigen Dame aus Österreich, ja, die da gesagt hat, ich bin eigentlich ein ganz feiner Kerl, ich habe eigentlich auch die eine oder ganz, ganz gute Idee in der Küche, ich sabbel ein bisschen schnell und ich mache manchmal ein bisschen viel Abfall beim Gemüse und die Küche sieht immer aus wie ein Schlachtfeld, aber eigentlich mag sie mich ganz gerne, ich soll bloß die Hände weglassen von der österreichischen Landesküche. So, ja. Okay. So. Also ich habe jetzt hier Zwiebel. Ja. Ich habe jetzt einfach so Zwiebeln in Streifen geschnitten und dann würde ich sagen, machst du Knoblauch rein? Gerne, gerne, gerne. Ich folge dir da. Ich mache da Knoblauch gerne rein, so ein bisschen was fürs Aroma, weil Knoblauch finde ich gerade bei so rustikalem Essen gehört einfach dazu. Der muss auch ziemlich grob geschnitten sein, muss nicht so fein sein. Und jetzt gebe ich auch rein ein bisschen Paprikapulver und lösche dann ab mit... Tob dich aus. Genau, Paprikapulver. Hast du Paprika hier? Ja. Paprika scharf oder Paprika edelsüß ist noch besser. Warte. Und hast du Majoran auch, genau. Ja, Paprikapulver auch ganz wenig, muss man nur aufpassen, wird gleich bitter. Wo hast du die Brühe? Habe ich im Kühlschrank. So, Brühe, Majoran. Brauchst du Weißwein? Und ein bisschen Zucker noch. Zucker hast du auch. Zucker von rechts. Genau. Und dann noch dazu so ganz wenig leicht ankaramellisieren. Das gibt so ein schönes Aroma. Sehr schön. Und dann dünstet man in dieser Flüssigkeit nachher dünstet man diesen Weißkohl. Ach, der wird gar nicht mit angeschwitzt? Na, nur ganz wenig. Also eigentlich wird er nur so dann schön geschmort. Okay. Ja. Die Nudeln werden nur angekocht. Wir haben hier verschiedenes Rauchfleisch, wir haben ein bisschen Kassler, wir haben ein bisschen Kochschinken, ein bisschen Speck. Was möchtest du haben? Was darf ich dir schneiden? Oh. Wir nehmen heute, ich sag mal, ich finde, das ist ein Schinken, finde ich ganz Kochschinken, ja, genau. Wunderbar. Würfelig, scheibig, wie magst du es? Nicht, dass ich mich nochmal mit den Österreichern anlege? Ja, in so Streifen. In Streifen. So, Kohl jetzt rein. Das muss jetzt richtig runterkochen, damit es schön, also richtig schmort. Gell? Das muss richtig herzhaft werden. Gell? Idee dahinter ist natürlich, dass man gerade so bei Kohlrouladengerichten, was wir schon im Ofen haben, man braucht eigentlich nur 10 Blätter, was mache ich mit dem Rest vom Kohl? Und das ist ja oftmals wirklich so die Schwierigkeit beim Kochen. Viele Rezepte arbeiten oftmals mit einer halben Paprika, mit einer halben Zucchini, mit einer halben Aubergine oder. Dass man da einfach bei der Resteverwertung gar keine Scheu hat und sich wirklich frei austobt. Natürlich haben die Österreicher recht, die wissen, wie es richtig geht, aber nichtsdestotrotz muss man sich da nicht zwanghaft an ein Rezept halten. Aber Majoran, Paprika, immer schön für Kohl. Ja, finde ich gut. Also passt sehr gut dazu. Optimales Reste essen. Und es kann auch ruhig so ein bisschen herzhaft sein, das Ganze, gell? Weil es ist ja nämlich ein rustikales Essen. Da passt auch sehr gut ein schönes Bier dazu. Also das finde ich... So, ich gieße mal die Nudeln ab. Ganz kurz. Die werden nur leicht angekocht. So. Wir haben ja ein bisschen Brühe mit in dem Kohlgericht drin. Was brauchst du? Noch eine Pfanne, eine zweite. Organisiere ich dir. So. So. Vielen Dank. Darf ich die Nudeln schon reingeben? Nee, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Es ist nämlich, die Pfanne ist sehr groß und die muss noch ein bisschen, das muss noch ein bisschen mehr anziehen, damit es schönen Geschmack bekommt. Deswegen warten wir noch eine Sekunde. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte jetzt den Kohl noch ein bisschen angebraten, weil ich mag das ganz gerne, wenn der Kohl so ein bisschen Farbe bekommt. Der brät jetzt, der brät an. Das heißt, die Flüssigkeit verdunstet am Anfang, macht den Kohl weich, genau. Und dann bekommt er diese leicht karamellige Farbe durch das Runterkochen. Weißt du, die Flüssigkeit geht komplett weg. Dadurch schmeckt er sehr aromatisch.
Es schmeckt auf jeden Fall fantastisch. Und das ist das, was ich also besonders finde. Es ist eigentlich alles ein extrem günstiges Gemüse, aber auch ein extrem schmackhaftes, wenn man es eben so liebevoll behandelt wie Johann. So, dann kann man das auch zusammen mit dem Hühnchen machen. Jetzt den Speck. So. Den haben wir angebraten da. Ja. Nudeln? Jetzt noch die Nudeln, genau. Aber es wird wahrscheinlich zu viel sein, gell? Ja, ich mache noch ein paar. Ein paar Nudeln rein, genau. Bisschen zusammengebacken. Viele nehmen heute auch diese Schmetterlingsnudeln dafür. Falle. Ja, genau. Aber ich sag mal, das ist jetzt hier einfach besser. Guck mal, das hat jetzt einfach insgesamt einen tollen Geschmack. Ein bisschen Salz noch rein. Noch mehr? Nee, ich würde sagen, das reicht. Denk dran, da kommt noch Käse drauf. Ja, genau. So, und jetzt da. Das ist wirklich auch so einer der wesentlichen Unterschiede. Es gibt ja viele Köche von uns, die im Fernsehen immer wieder auftreten. Und jeder zu seinem eigenen Stil, jeder zu seiner ganz besonderen Note. Ich bin so der Halotri, der macht einen Kühlschrank auf, guckt, was da ist, schleudert alles zusammen, macht Käse drüber, sagt, ist lecker, ist auch meistens lecker. Dann haben wir den Gewürzpap, den Schubeck, und dann haben wir halt den Schmetterlingspräparator. Und das ist Johann, weil Johann immer ganz detailliert und ganz gut und ganz schön. Und wenn wir bei den Wettkochen machen würden, dann wäre ich zwar in der Hälfte der Zeit fertig, aber sein schmeckt meistens auch doppelt so gut. Das muss man ernsthaft gestehen. So, guck mal. Und? Fein. Schmeckt, oder? Sehr gut. Also tolles Aroma. So, und jetzt machen wir hier noch den Käse drüber. Gehobelt oder wie magst du ihn? Ach so, einfach den Stein. So, ja, klar. Hä? Ja, gehobelt. Guck mal. Gehobelt, geraspelt. Ja, genau, so. So. Dann schön im Backofen mit schöner Farbe. Ah, wir haben ja den Käsemann da, bei dem ich den gekauft habe. Eine Frage hätte ich nämlich noch mal. Ja. Wann kann man die Rinde vom Käse mitessen und wann nicht? Ja, wenn sie naturgereift ist und unbehandelt ist, dann könnte man sie theoretisch mitessen. Wobei sie auch nicht immer gut schmeckt. Die kannst du nicht mitessen. Parmesankäse, die Rinde kann man essen, ne? Ja. Die zum Beispiel, ja. Welche würde man beim Reggiano essen? Ja, beim Grana würde ich sie auch nicht mitessen. Warum nicht? Weil der auch wieder behandelt ist. Ah, okay. Mit was? Das ist so ein Antischimmelmittel. Da gibt es so verschiedene... Ah, okay. Sachen. Aber Reggiano, Parmigiano kannst du sie mit aufreiben. Der ist unbehandelt. Sehr gut. So, was ich ganz lecker finde, ist Kürbiskerne. Kürbiskerne, das ist jetzt allerdings eine Idee, die kommt nicht von mir. Ja, guck mal, hier Kürbiskerne drauf. So, die passen sehr gut. Da haben wir so ein bisschen was Kontrast noch. Kürbiskernöl später, ne? Nee, das brauchen wir eigentlich nicht drauf machen. Ja, aber das auf jeden Fall jetzt. Und jetzt sind Vakuumgrill. Gut, das Ganze geht in den Ofen bei der Grillfunktion, Johann. Jetzt hast du angefangen, jetzt bringst du es auch zu Ende. Lassen wir das Ganze nur gratinieren. Gut. Und dann, liebe Österreicher, sind einmal die echten Krautflöckerl extra für Sie zubereitet. Mach zu. Johann, du hast bitte ein Auge auf die Krautflecker. Ja. Hier haben wir jetzt die wunderbar geschmorten Rouladen. Dreimal meine Variante, dreimal Johanns Variante. Die jetzt einfach nur. Und guck mal hier. Herrlich. Hier, guck mal. Das sind die Krautflecker. Schöne Farbe. So. Ich mach das Püree schon mal drauf, oder? Genau, das Püree haben wir uns sozusagen schon mal hinten fertig machen lassen. Lass mir ein bisschen Platz ruhig für die Roulade. Willst du die einmal anschneiden? Ja, kann eine anschneiden. Komm her, legst du drauf. Nimmst du mal die halbe. Die runde Variante von mir. Also die etwas länglichere von Johann. Also echt, ich meine, ist echt eine tolle Kombination. Kartoffelpüree, Rouladen. Herrlich. Super lecker, gell? Es gibt so. Legt die anderen hier aufs Brett, ich glaube, alle gegen es gibt einfach drauf. So Sachen, die muss man einfach nicht neu erfinden, die sind einfach gut, wie sie sind. Dazu gehören für mich Fischstäbchen mit Kartoffelschamp, Erbsen und Karottengemüse, Spaghetti Bolo und definitiv auch die Spurulan. So, schau mal hier, guck mal. Hier, perfekt, saftig, guck mal hier.
Sehr gut. Und was natürlich sein muss, ist ordentlich Soße. Wir haben den Schmorsud, da war drin Calvados, da waren drin Zwiebeln. Der Geschmack aus den Kohlrouladen ist natürlich mit in die Soße übergegangen. Ein paar Tropfen Sahne dazu gegeben zur Bindung. Leicht schräg halten, genau, danke dir. Und jetzt einfach das Ganze nur durchmixen. Hoppala. So, dass die ganzen Zwiebeln richtig schön fein püriert sind. Danke dir. Der Soße eine angenehme Bindung verleihen. Eine etwas hellere Variante. Das geht hin. So, so, jetzt probieren wir mal. Einmal kosten. Salz, Pfeffer. Nochmal abschmecken. Lecker. Lecker, Leute. Lecker. Sehr lecker. So, oben drauf. Einmal ein bisschen rummachen. So, einmal Soße drauf machen noch. So, während Johann jetzt die letzten Handgriffe an die Rouladen macht, die Rouladen mit der Soße napiert, bitte ich Sie doch einfach nach vorne zu kommen, wenn Sie einen davon abhaben wollen zu Hause. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Johann. Ja. Gerne immer wieder. Okay, wirklich, danke jederzeit. Dankeschön, Johann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Thank you.